Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen bei einem weiteren Bad von Alex. Heute darf sicher wieder fröhlich weitergeweibt und gefällt werden, aber zuerst machen wir eine kleine Lesestunde. Und zwar, wir haben da so ein Fetzen bekommen. Hier, Schadensbericht, alter Schadensbericht zu einem Vorfall in der Schnapsfabrik der alten Welt. Frühschicht-Rundgang. Jo, Prüfung der Gebäude abgeschlossen. Alles in Ordnung. Prüfung der Tanks, Leck gefunden. Überwachungssystem hat keinen Zwischenfall gemeldet. Anforderung Techniker zur Schließung des Lecks. Anforderung Informationstechniker zur Überprüfung des Systems. Eine Füllung komplett wertlos. Na super. Was gibt's Schöneres? Als in der Früh schon mal so einen Kack zu machen. Zu finden. So. Der starke Schnaps, jawohl, ist unverkäuflich. Missionsgegenstand. In diesem Behälter befindet sich ziemlich starker Schnaps. Wer keine Angst hat, neben weniger attraktiven Personen aufzuwachen, sollte allerdings kein Problem mit dem Inhalt haben. Sehr gut. Dieser Questgegenstand, technisches Gerät mit fragwürdiger Funktion. Sehr schön erklärt. Das meiste aus dem Schutt hier haben sich andere schon geholt. Ja, ich will eh nur den starken Schnaps. Als andere können sie sich strengstens eh behalten. Ich bin so kulant. Als wäre halt noch... Miese halt Gegend. Schrott. Ganz Schild. Miese Gegend. Ah, ne. Bist auch schon dahinter, Kuman Ray? Ne. Das Tierchen hier war ja super einfach zum Besiegen. Boah, freue ich mich, wenn wir Magie können. Nicht nur diese dämlichen Schriftrollen. Na, 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 na. Schon die harten Sachen. Ich habe Schnaps gesehen. Halt. Boah, ich mag das nicht, wenn es so knurrt. Konzentrierte Kreuz-Ankerspule. Aha. Ah, auch ein Missionsgegenstand. Und noch eine Flasche Schnaps. Ha. Stand da gerade was? Nö, oder? Na. Jetzt fehlt uns, glaube ich, noch ein Flaschen Schnaps, ne? Und ich befürchte ganz, ganz Schlimmes, wo die Flasche sein tut. Deshalb gehe ich kurz mal schlafen bis zum nächsten Morgen. Das passt mir eh. Gleich neben der Spinne, da ist schön warm und schön gemütlich. Ja, ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ja, ja. Hier sollte mal jemand aufräumen. Ja, streng gesehen, ne? Machen wir das gerade eh. Ich sage ja streng gesehen. Okay, die sind da. Ah, warte. Plasmazelle. Boah, die hätte ich fast übersehen. Eine Plasmazelle. Ohoho. Wie schön. So, dann müsste die letzte Schnapsflaschen mit ein bisschen Glück da drinnen sein. Warte, knurz. Und findest du das auch schon wieder, das Loch da? Also, machen wir die Fackel an. Warte, das hört sich an wie mein Magen. Ich habe nämlich auch ein bisschen Hunger. Ein Foto. Aha. Ja. Sehr schön. Sie hätten noch ein bisschen mehr lächeln können. Schnapsflasche, wo du sein. Flasche Schnapsi. Flasche Schnapsi. Huhu. Mist, da ist sie nicht. Lauter Zeugs, können wir das nicht ausrauben? Hallo? Klopapier wäre auch da. Geht nichts zu mitnehmen. Schade. Da ist nirgendwo Schnaps. Mist, wo haben wir jetzt die... Das ist immer Ray, ne? Mit dem wir quatschen könnten. Wenn man ein bisschen schießt, dass ich was übersehen tue. Aber so wie es ausschaut, ist da echt keine Flasche. Haben jetzt etwa alle schon und die verdumme mich nur. Also wie es so selten vorkommt. Ja, das ist einfach nur ein Loch, ne? Boom. Wow. Da tut sich schon so komisch. Dich hole ich mir. Was? Kleinigkeit. Ein Bandit. Ray, du darfst auch mal.
Wieso sind jetzt hier Banditen? Ich habe auch überhaupt kein Glück. Magie habe jetzt auch keine mehr. So, das war klar. Auto speichern, das ist mal gut. Mal schauen, wo der uns rauslässt. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Prost, hier sollte mal jemand aufräumen. Ich habe vergessen. Dann müsste ich trinken. Einen Heiltrank, einen Zelda-Trank. Obwohl, das haben wir sogar, das hat er schon gezählt. Okay, dann schaue ich mal kurz nach. Wir haben erst 8. Es fehlen noch 2 Schnapsis. Ja, yay. Und das soll einem nicht der Schlag treffen. Ja, wahrscheinlich haben sie wirklich die Banditen. Ta, das würde ja passen. Was ist das? Da ist auch ein Lager. Könnten du doch welche sein. Also da hinten sind Banditen daheim. Das ist mal pfui. Okay. Wir speichern mal. Beziehungsweise habe ich jetzt das eine Teil schon gefunden. Das sollte ja hier in dem Gebäude sein, ne? Warte mal kurz. Haben wir echt schon gefunden? Wirklich? Ich schaue mal kurz auf die Quest. Tatsächlich. Was auch immer es war, wir haben es gefunden. ja. Genau. So, ich springe todesmutig hier hin. In der Hoffnung, dass wir noch einen Schnaps finden. Na, nicht radioaktiv. Never lucky. Schaufeln, die würde ich auch nehmen. Damit das schlagen wir die Viecher da draußen. Mit einer Schaufel. Jetzt wird es allerdings ein bisschen kompliziert. Wo zum Deuxel sind die restlichen Schnapsflaschen? Schnapsdrosseln findet man leichter. Mhm. Entschuldigung. Musste mal kurz husten. Andererseits, da ganz oben waren wir jetzt da ganz oben schon. Ich bin nur leicht orientierungslos, gell? Damit wir das da festhalten können. Na, da oben waren wir noch nicht. Ah, was haben wir denn da? Ein starkes Schnapsel, ein starkes Schnapsel. Juhu, 2 starke Schnapsis. Oder? Starker Schnaps, ja, ist gestanden, müsste erfüllt sein. Ja, super, gut, dass ich da nochmal draufgeschaut habe. Wir, besser gesagt, ich bin so ein Ich-Mensch. Wie schrecklich, bin ein Ich-Mensch. Aber wie hat er das Zeug da hochbekommen? Ach so, da ist eine Treppe, halt, verschlossen, Tresor. Mal schauen, ob wir das hacken dürfen. Oder ist es dasselbe Code? Das war nichts. Aha. Und hacken? Entercode. Machen wir 4-mal die 0. Das war nichts. Okay. Okay. Gibt es da vielleicht irgendwo einen Hinweis? Auf den Code? Das wäre super. Der Knochenmaxi da hat auch keinen Hinweis. Weil den Tresor hätte ich ehrlich gesagt schon gerne offen. Aber da ist finster. Aha, da sind wir. Okay. Da sind wir. Okay. Ja, den einen Hinweis, dann haben wir ja... Boah, da knurrt's immer fort. Klettern wir mal hier hoch, wenn es möglich ist. Oder fliegen wir halt. Da hinten vielleicht was versteckt? Nage. Mm-mm. Schade. Es wäre echt cool, wenn wir das noch anfinden könnten.
Hör auf zum Knurren. Habe ich vielleicht in einer Notiz was übersehen? Warte mal, haben wir eine Notiz noch übrig? Da. Na, das ist nur Questgegenstand. Ach so, das war das. Konzentrische Kreuzankerspule. Das hat man gebraucht. Das war der Questgegenstand. So. Ich habe es ja noch hinbekommen. Foto vielleicht. Ah, na, das war nicht das Foto. Ich habe mir nur gedacht, wenn das andere Foto. Wenn ich es noch anfinde. Vielleicht. Hätte das Foto einen Hinweis gehabt? Aber ich glaube, verwittertes Bild. Achso, das zeigt nur Foto 15. Schade, wo ist denn das andere Foto? Zettel mit Gruß, Warnung. Ich finde es gerade voll nicht an. Fleckige Liste, Drohbrief. Altes Papierstück. Es war woanders. Das ist jetzt gemein. Naja. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ja, ich auch. Ich finde nämlich den Code gerade nicht an. Was? Habe ich vergessen? Der Hallo, Meteor mitnehmen. Hat echt kaum etwas stehen lassen. Ja, wissen wir schon. Ich hätte trotzdem gern das Teil. Herrschaftszeiten. Hätte ich halt wirklich gern. Na, kletter hoch. Geht ja. Man muss nur lieb zureden. Was würde man ohne den Chatback machen? Echt, ich würde weinen, glaube ich. Aha. Halt. Ist da oben. Wow. Hoppala. Wow, nicht. Na, jetzt fällt er runter, ist ja klar. Wow, habe ich noch gerettet? Ja, super. Ich kann das. Ja, schade. Ich hätte gern die Truhe, also den Schrank da geöffnet. Aber irgendwie kriege ich das nicht hin. Da ist nirgendwo was verzeichnet. Der eine Code war ja echt einfach, aber das jetzt hier... Das war nichts. Ich hab's nur probiert, den Code rückwärts zu nehmen. Das ist nämlich jetzt echt doof, bis wir da die Kombinationsmöglichkeiten nach außen haben. Die einfachste 1, 2, 3 und 4. Das war nichts. Ja, ist klar. Keine Ahnung, das ist echt ein bisschen gemein. Naja, was soll's. Wir sollten vielleicht schauen, dass wir hier wegkommen, ne? Ihr habt bestimmt den Code gefunden und ich nicht. Das ist eh aus meiner Sicht eh nichts Neues. Aha, warte. Da geht's auch rauf. Vielleicht am Dach noch was. Keine Ahnung, wie die Leute zwar da raufkommen dürften, aber naja. Könnte aber auch sein, dass die Banditen hier, ne? Dass die da was... Dass die was notiert haben. Na. Schaut echt nicht danach aus, dass hier irgendwo was stehen würde. Ihr habt hier nichts verloren. Hä? Echt jetzt? Wie haben wir das jetzt geschafft? Können wir den Unterschub? Alter, ich treffe gar nichts, aber wenig halt. Du dreckiger Bungee. Zack. Jawohl. Oh, da gibt gar nicht mal wenig. Oh. Bolzen und Schnaps erhalten. Ja, sehr gut. Weil ich kann mir gut vorstellen. Au, oje. Wir müssen mal da flüchten. Ich kann mir nämlich auch sehr gut vorstellen, dass die Banditen den Code hätten. Ich sag mal was.
Da kommt nämlich gleich jemand. Zumindest ist es zum Befürchten. Oh, ich glaube, da kommen alle. Ich glaube, wir sollten abhauen. Jo, ihr Lieben. Keine Ahnung leider, wo dieser Code ist. Ich hatte gehofft, dass er auf die Wand geschmiert ist. Aber so viel Glück habe ich leider nicht. Aha, da rennt schon der Hund durch die Gegend. Auch nicht super. Hier oben sind wir momentan mal sicher. Was machen wir denn? Wo müssen wir hin eigentlich? Wegporten können wir jetzt wahrscheinlich nicht. Schlechter Zeitpunkt, schlechter Zeitpunkt. Ja, ja, weil die Deppen uns da gesehen haben. Wir müssen auf jeden Fall da runter. Okay, das heißt in diese Richtung am besten. Aha. An den Banditen vorbei. Ja, das ist jetzt ganz super. Das ist jetzt ganz toll. Langsam. Das heißt, das wäre super hier rüber. Und dann um den Berg herum. So irgendwie. Ich hoffe nicht, dass das im Banditenlager drin ist. Na. Ist ja da am Rand entlang zum Laufen. Kamott wäre jetzt wirklich, wenn wir porten könnten. Aber die Töle da unten, die lässt uns da nicht mit Ruhe. Und zwar so gar nicht in Ruhe. So. Jetzt ist die Frage, ob das Herrchen auch mit von der Partie ist. Wenig Brauchbares in der Hund ist so deppert. Die Spinnen gehen ihn an. Das ist super. Jetzt können wir eigentlich von ihr verduften probieren. Ich hoffe mal, dass wir jetzt porten können. Schlechter Zeitpunkt. Aha. Nicht so wirklich. Gut, dann versuche ich hier mal rauszukommen, ne? Versuchen wir das mal. Schweben wir mal mit der Ruhe hier rauf. So. Aha, das hört sich schon mal nicht so schlecht an. Die Kampfmusik scheint erloschen. Also ist weg. Jawohl, wir dürfen porten. Das ist schön. Super. Dann können wir uns schon auf den Weg machen zum nächsten. Also, aha, dann müssen wir darüber. Das Haus meiden wir. Wir wissen noch, ne? Das war nicht gerade gesund für uns. Meine ich, da waren so böse Viecher. Und im Haus, glaube ich, wieder diese komischen Alex-verseuchten Typen. Oh oh. Das war auch nicht gescheit, was ich gemacht habe. Ich hoffe, das ist nur ein Schakal. Naja, wobei die Großen sind wieder bissig. Kommt das Viech schon? Na, scheint alles gut zu sein. Okay. Dann stolzieren wir halt mal hier herum, ne? La li la 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 da di da di da da di da di da da da. Vielleicht finden wir noch ein paar Blümchen und ein paar Tiere, die wir besiegen können. So schwach wie wir auf der Brust sind. Oh, bevor ich wieder so ein Schakal-Typen-Dings speichern, wäre natürlich auch mal sehr gesund. Na, den brauchen wir. Ja. So. Schauen wir es uns einfach mal an, das Viech. Vielleicht können wir es ja eh besiegen. Es ist ein normaler Schakal, leider. So, Ray, du darfst auch. Ja, schaut aber nicht so schlecht aus. Komm, komm. Jawohl. Ja, schaut echt nicht schlecht aus. Auch. Komm her, du Saufi. Oh, aua. Ich und meine, das schaut noch zu schlecht aus, ne? Boah, das hat's halbwegs geleckt. Puh. Au. Ja, ich hab das gehört schon. Freilich. Die Zocki kann das. Freilich kann ich das. So, Läden, Moment. Ich nehme mal wieder so einen Stärkungsschluck Kaffee. Moment. Ah.
Part ist auch zu Ende, sehe ich gerade. Gut, dann machen wir das Viech im nächsten Part fertig. Ich denke, dass wir es hinkriegen. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!